Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wer an diesem Wochenende einen Ausflug gemacht hat, konnte entweder vom 9-Euro-Ticket der Grünen profitieren oder vom Tankrabatt der FDP. So war zumindest der Plan. Jeder bekommt etwas für seine Wählerklientel und mit 2,5 bzw. 3 Milliarden Euro Steuergeld liegen sie auch ungefähr in einer Preisklasse. Allerdings ist die FDP mit dem Tankrabatt ja nicht so richtig happy geworden. Weil eingetreten ist, was praktisch jeder Ökonom voraussagte, der Rabatt kommt bei den Autofahrern nicht 1:1 an. Die Frage ist, inwieweit die Ölkonzerne die Steuerentlastung abschöpfen. Die FDP fand jedenfalls, der Wirtschaftsminister müsse da was tun. Und heute kommt Habeck mit einem ziemlich brisanten Vorschlag um die Ecke. Jan Fritsche berichtet. Sie sind dieser Tage so etwas wie ziemlich beste Feinde. Finanzminister Lindner, der für seine FDP den Tankrabatt durchgesetzt hat. Und Wirtschaftsminister Habeck, der aus Sicht der Liberalen dafür sorgen muss, dass der Rabatt auch ankommt. Heute hat Habeck seine Pläne vorgestellt. Das, was als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen und Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar. Und so will Habeck jetzt das Kartellrecht verschärfen. Auch ohne direkten Nachweis illegaler Preisabsprachen sollen die Wettbewerbshüter harte Maßnahmen ergreifen können. Etwa Profite der Konzerne einziehen oder sie notfalls sogar zerschlagen. Habeck hätte sich stattdessen auch den Weg einer Steuer auf übermäßige Gewinne vorstellen können, eine Übergewinnsteuer. Den Streit über die Abschöpfung von Gewinn oder von Übergewinn, den kennen Sie ja. Natürlich geht es auch über das Steuerrecht oder ginge es über das Steuerrecht, aber der Weg scheint jetzt verbaut zu sein. Verbaut vor allem von seiner Partei. FDP-Chef Lindner lehnt die Übergewinnsteuer am Abend im ZDF noch einmal entschieden ab. Macht die FDP. Ich hoffe, dass der Vorschlag dieser sogenannten Übergewinnsteuer damit vom Tisch ist, denn die würde unser Steuerrecht der Willkür und den politischen Stimmungsschwankungen ausliefern. Der ADAC lobt die Initiative Habecks. Statt der versprochenen 35 Cent Preisnachlass für Benzin und 17 Cent für Diesel komme aktuell viel weniger bei den Autofahrern an. Beim Benzin sind es etwa 20 Cent im Vergleich zum vor der Steuersenkung. Und bei Diesel ist es noch weniger, da sind es nur 5 Cent. Also vollumfänglich kommt der Rabatt nicht beim Verbraucher an. Auch Habecks Ministerium verweist darauf, dass zwischen den Rohöl- und Tankstellenpreisen seit Monatsbeginn eine große Lücke klafft. Der Mineralölverband sieht sich nicht in der Schuld. Die Energiesteuersenkung wird weitergegeben. Unabhängig von der gesenkten Energiesteuer auf Benzin und Diesel sind allerdings weltweit die Kraftstoffpreise gestiegen, nicht nur hier in Deutschland. Kritik an Habecks Plänen kommt auch aus der Opposition. Auch wenn kein Missbrauch begangen worden ist, dass dann das Kartellamt eingreifen darf. Das wird rechtlich so gar nicht möglich sein. Was Robert Habeck vorlegt, das reicht nicht aus. Die Regelung wird nicht dazu führen, dass kurzfristig Preise sinken. Für kurzfristige Entlastung an der Zapfsäule dürften Habecks Pläne tatsächlich nicht sorgen. Er hofft auf eine Umsetzung noch dieses Jahr. Und so dürfte auch über den Tankrabatt das letzte Wort noch nicht gesprochen sein und das Verhältnis der Ampelparteien angespannt bleiben. Wenn Bundeskanzler Scholz und Emmanuel Macron tatsächlich nach Kiew reisen wollen, werden sie das vermutlich auf dem gleichen Weg tun wie andere Staats- und Regierungschefs vor ihnen per Eisenbahn. Eine offizielle Flugverbindung gibt es nicht mehr. Autofahrten gelten als gefährlicher, abgesehen vom schlechten Zustand vieler Straßen. Die ukrainische Eisenbahn ist tatsächlich die Lebensader des Landes. Ihr 20.000 Kilometer langes Streckennetz verbindet Großstädte und Dörfer, Land und Küste. Ohne sie wäre die Ukraine verloren. Menschen kämen nicht raus, Waffen nicht rein. Dass die Züge weiterrollen, ist längst kriegsentscheidend geworden. Und das Bahnpersonal kämpft dafür so tapfer wie Soldaten an der Front. Den Chef der Eisenbahn, der in der Ukraine einen regelrechten Heldenstatus genießt, hat Christian Sievers heute in Kiew getroffen. Christian und unser Redaktionskollege Dara Hasan-Sadeh haben sich diese Woche in die Ukraine aufgemacht und reisten von Lemberg nach Kiew. Natürlich mit der Eisenbahn. An diesen Schienen hängt plötzlich die Zukunft eines ganzen Landes.
Wer hier unterwegs ist, kennt das Risiko. Nur noch maximal 80 fahren, obwohl auch der museumsreife Zug 130 schaffen würde. Nachts am besten ohne Licht. Russlands Raketen haben speziell die Bahnstrecken zum Ziel gemacht. Die ukrainische Eisenbahn muss seit Beginn des Krieges um fast 200 Tote trauern unter den eigenen Mitarbeitern. Wir bringen Menschen aus gefährlichen Gegenden in Sicherheit, wir bringen humanitäre Hilfe. Und die Wirtschaft der Ukraine hängt an der Eisenbahn. Fast ein Viertel des Schienennetzes hat der Krieg bereits zerstört. Wo die Bahn noch fährt, ist sie für die Menschen häufig das letzte Verkehrsmittel, das ihnen bleibt. Die einzige Verbindung zu Familie, Freunden oder dem Wochenmarkt. Noch 4 Stunden bis Kiew. Als der Krieg anfing, hatte ich echt Angst. Wir fuhren hier im Zug und wussten nicht, was als nächstes passieren würde. Und die Passagiere fragten plötzlich, werden wir heil ankommen? Weizenexporte in den Westen, Waffen an die Front im Osten. Die Bahnlogistik entscheidet über Wohl und Wehe. Was man aus längst vergangenen Zeiten und den Geschichtsbüchern kennt, ist plötzlich wieder ganz aktuell. Es ist auch ein Eisenbahnkrieg. Und er rückt ein Mammutunternehmen in den Mittelpunkt, das bislang höchstens belächelt wurde, wo fast 5000 Bahnübergänge so aussehen. Jemand mit Warnweste und gelbem Fähnchen im Schrankenwärterhaus samt Gemüsegarten. Unsere Reise hat in Lemberg begonnen. Rettender Bahnhof für die Verletzten und Versehrten aus dem Osten des Landes. 12 lange Stunden war dieser Sonderzug unterwegs, immer noch schneller als ein Rettungswagen auf den kaputten Straßen. Und für den wäre nicht mal genug Sprit da. Wir haben uns jetzt drin 5 Intensivpatienten angeschaut und haben uns jetzt den kritischsten für uns mitgeholt. Er hat ein schweres Schädelhirntrauma erlitten nach einer Explosionsverletzung. Ist im Moment stabil, ist aber verwirrt. Wir sprechen da von einem Delir, was die Probleme gemacht hat. Und deswegen bringen wir den jetzt ins Notfallkrankenhaus als erstes, haben den dann rausgeholt. Wir haben Sauerstofftanks, wir haben Beatmungsgeräte. Der Zug ist eine großartige Idee. Die lokalen Helfer hier, sie sind so stolz, dass es sowas gibt, weil man wirklich fühlt, welche Not hier herrscht. Wo genau der Zug hält, muss geheim bleiben. Die Helfer befürchten, dass selbst die, denen der Krieg fast alles genommen hat, nochmal zum Ziel russischer Angriffe werden könnten. Lemberg Hauptbahnhof, Gleis 3. Die einen sind auf dem Weg an die Front. Die anderen haben von allem längst genug. So viele Geschichten auf einem Bahnsteig. Es sieht aus wie ein normales Treiben und ist doch schwer zu begreifen. Normality feels strange. Diese Normalität fühlt sich wirklich seltsam an. Hier in dieser Stadt spürt man nicht wirklich, dass Krieg ist, mit all den Grausamkeiten und diesem unsagbaren Horror. Hier ist alles so schön. Gucken Sie sich diese Stadt an, jeder wirkt fröhlich. Aber ich merke, dass der Schmerz ganz tief sitzt. Familie Dergunovich ist auf dem Weg zurück nach Hause. Sie waren nach Tschechien geflohen und haben es nicht mehr ausgehalten vor Heimweh. Im Moment ist unser Haus und die daneben noch intakt, aber es gibt kaputte Häuser im Dorf. Das Dorf ist jetzt in 2 Teile geteilt, das alte und das neue, das jetzt komplett zerstört ist. Ein wenig Hoffnung und ganz viele Sorgen. Sviatik ist erst 2. Er spürt, dass seine Familie in Not ist und er spürt, dass er jetzt besonders viel Trost braucht. Seit 2 Tagen ist die Familie bereits unterwegs. 12 Stunden liegen noch vor ihnen mit dem Zug. Einmal quer durch die Ukraine. Und dann schalten wir zu Christian Sievers in Kiew. Hallo Christian. Hallo Marietta. Ihr seid gestern in Kiew angekommen. Was sind so deine ersten Eindrücke aus der Stadt?
Ja, Marietta, man ist hier hin und her gerissen. Das ist auf der einen Seite eine echte Sommermetropole, gerade bei diesem heißen Wetter jetzt im Moment, die das Leben feiert. Es erinnert so ein bisschen an Tel Aviv in manchen Momenten, dieser jetzt erst Recht-Modus, den man hier zu spüren scheint. Die Cafés sind auf jeden Fall voll, die Straßen, Bars auch, die Restaurants auf den Speisekarten, ukrainische Fusion-Küche mit überraschendem Twist, und die E-Scooter parken hier alle ganz ordentlich aufgereiht am Straßenrand. Aber dann natürlich die andere Seite. Man spürt die Sorgen. Man merkt sofort, wenn man mit den Menschen redet, wie viel Sorgen sie haben. Man merkt in dem Moment, in dem man die Kamera auspackt, dann sofort die Polizei Fragen stellt. Und dann, wenn es dunkel wird und die Sperrstunde kommt und manchmal dazu auch noch Alarmsirenen, ein Luftalarm, und die Stadt dann ganz leer und leise wird und bangt, was wohl kommen mag. Was wir in deiner Reportage auch wirklich eindrücklich gesehen haben, ist, dass die Eisenbahn wirklich diese Lebensader ist, dass es die unbedingt braucht. Und du hast uns erzählt, dass ihr Chef in der Ukraine quasi so eine Art Nationalheld ist. Das ist er auf jeden Fall. Er wird auch ständig angesprochen darauf. Er hört es allerdings nicht sehr gerne, und das, obwohl er schon seit Monaten kaum noch zu Hause war. Er fährt aus Sicherheitsgründen mit einem eigenen Schlafwagen hier quer durchs Land. Der wird immer an so einen Zug angehängt, und er ändert dann seinen Aufenthaltsort, weil, so heißt es, der russische Geheimdienst hinter ihm her ist und er bei denen auf einer Liste steht. Er muss also sehr aufpassen. Der Mann managt das mit Abstand größte Unternehmen dieses Landes mit etwa 230.000 Mitarbeitern. Und Mitarbeitern. Ein Unternehmen, das quasi über Nacht auch zum wichtigsten Unternehmen der Ukraine geworden ist und gleichzeitig zum ganzen Stolz seiner Menschen und zu einem Symbol für Widerstand. Ich habe mit ihm heute gesprochen, und zwar in der Business Lounge der ukrainischen Eisenbahnen hier am Hauptbahnhof in Kiew. So, Alexander Kamyshin, thank you very much for being with us. Thanks for inviting. Danke für die Einladung. Sie sind 37 Jahre alt. Wenn ich das sagen darf, Sie sehen jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt aus wie der typische Bahnmanager. Sie leiten das größte, mit Abstand größte Unternehmen der Ukraine im Moment. Nach 6 Monaten im Job kam der Krieg. Was mussten Sie ändern, um das zu bestehen, um da durchzukommen? The first days of the war. In den ersten Tagen des Krieges muss man schnell entscheiden und Verantwortung übernehmen. Man muss schnell reagieren. Während der ersten 100 Tage muss man Vorhersagen treffen. Man muss Regeln aufstellen und man muss Protokolle einrichten. Und jetzt sind wir bei den zweiten 100 Tagen des Krieges und es gibt neue Herausforderungen. You have to predict what would happen. Man muss voraussagen, was in einem Jahr passieren wird. Und man muss dann entsprechend sich vorbereiten und man muss ein Team einrichten, das in der Lage ist, entsprechend dann auch zu reagieren und das Unternehmen unter neuen Bedingungen zu leiten. In der Geschichte war es häufiger so, dass Kriege tatsächlich auch dadurch entschieden wurden, welche Seite am Ende die bessere Eisenbahnlogistik hatte. Glauben Sie, dass auch dieser Krieg auf den Schienen entschieden wird am Ende? Indeed, logistics is important. Die Logistik ist sicherlich wichtig, aber ich möchte die Bedeutung der Logistik nicht überstrapazieren. Wenn wir siegreich diesen Krieg beendet haben, werden wir uns zusammensetzen und entscheiden, was wichtiger war. Sicherlich ist die Armee die Nummer eins, aber manche sagen, dass die Eisenbahnen die Armee Nummer zwei sind. Wir sind vergleichbar, was die Mitarbeiter angeht, und sicherlich in gewissem Umfang auch wichtig. Jetzt ist es so, dass sich auch viele Politiker auf die ukrainische Eisenbahn verlassen. In der letzten Zeit, gerade aktuell, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der amerikanische Außenminister, der deutsche Oppositionsführer Friedrich Merz, alle sind mit ihnen gefahren. Auf der anderen Seite müssen sie versuchen, die Blockade der Häfen irgendwie auszugleichen, die Exporte der Ukraine jetzt auch via Eisenbahn nach draußen zu bekommen. Die Getreideexporte zum Beispiel, das Essen, das Getreide für die Welt. Wie viel Unterstützung erwarten Sie denn da vom Westen, auch gerade von Deutschland? Alle unsere Nachbarn und Partner, auch Deutschland, sind sehr hilfreich, aber wir brauchen mehr. Denn wenn wir über Getreide sprechen, exportieren wir im Moment 1,2 Millionen Tonnen als ganzes Land, einschließlich der Eisenbahnen. Wir müssen aber 5 Millionen Tonnen exportieren, also viermal so viel. Und mehr Getreide kommt mit der neuen Ernte. Alexander Kamyshin, der Chef der ukrainischen Staatsbahn. Thank you very much for being with us.
Thanks for coming, Christian. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, der unorthodoxe Manager hat jetzt ein sechsköpfiges Führungsteam für den Krieg aufgestellt im Moment, das diesen Mammutkonzern lenken soll. Er sagt, da sind drei junge Leute dabei, direkt aus der Business School, aus Singapur, aus den USA und dann auf der anderen Seite drei Eisenbahner mit insgesamt 95 Jahren Erfahrung. Und er sagt, das ist so, wenn man durch die Tür will, dann sagt er, dann kommen die Jungen und die brechen die Tür einfach erstmal auf. Und die Alten sagen, immer mit der Ruhe, wir wissen jetzt bereits, was dahinter ist. Wenn man beides zusammenbringt, so sagt der Bahnchef, kann man ein Unternehmen erfolgreich managen. Und Marietta, das vielleicht noch, Alexander Kamyshin, er glaubt, dass dieser Krieg noch Jahre dauern wird. Und er sagte uns, er versucht, sein Unternehmen darauf vorzubereiten, seine Familie und auch sich selbst. Christian, morgen wirst du in Kiew weitere sehr interessante Gesprächspartner haben. Und wir werden dann auch wieder einen Teil des Heute-Journals mit dir direkt aus Kiew senden. Alles Gute bis dahin, bis morgen. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und Russland? Wie wird der Krieg in Moskau oder St. Petersburg gesehen? Jenseits der abendlichen Propagandashows im Staatsfernsehen. Auf eine Generalmobilmachung, bei der jeder eingezogen werden kann, hat Putin bislang verzichtet. Die meisten seiner Soldaten kommen bisher aus der Republik Dagestan im Nordkaukasus oder aus der zentralasiatischen Region um den Baikalsee. Das sind ärmliche Landstriche fernab von Moskau. Wie viel ist in der Hauptstadt von Krieg und Sanktionen überhaupt schon zu spüren? Axel Sturm berichtet aus Moskau. Als sich der Pianist Luka Safronow im März an seine Lieblings-McDonald's-Filiale in Moskau kettet, hat er nicht nur Hunger. Heute hat McDonald's beschlossen, sich abrupt von mir zu trennen, aus irgendeinem Grund. Und auch andere wollen uns verlassen. Wir haben doch immer gutes Geld für den Service gezahlt. Safronows Gastspiel währt nur kurz. Natürlich wird er abgeführt und die Ära McDonald's geht trotzdem zu Ende. Wandel durch Fritten, Fett und Burger gescheitert. Rosanna hingegen sieht heute ihre Stunde gekommen. Am Morgen Neueröffnung der Moskauer Filiale, Presse, Kameras, Interviews, hungrige Kunden. Auch ein Symbol dieses Event. Es wird weitergehen. Lecker und Punkt. So unverschnörkelt nennt sich die russische Version der Burgerbratstube jetzt. Ich freue mich total über diese Eröffnung. Ich habe 3 Monate kaum geschlafen und davon geträumt, dass wir aufmachen. Es ist nicht ganz so viel Andrang wie damals im Januar 1990, als der US-Fastfood-Riese seine erste Filiale in Moskau eröffnete. Und natürlich tanzten heute weder Mickey Mouse noch Goofy. Aber die Moskowiter haben Lust auf Burger und Fritten und genau das passt den Mächtigen gut, denn die Sanktionen greifen langsam. Darüber kann weder die neue Frittenbude noch der heutige Nationalfeiertag, der Tag Russlands, hinwegtäuschen. Die Isolation des Landes kommt im Alltag der Menschen an. Lebensmittel sind teurer geworden. Bei einer Rente von 20.000 Rubel, etwa 330 Euro, merkt man das. Alles ist rund 30% teurer geworden. Früher hat der Laib Brot 36 Rubel gekostet, heute 64 Rubel. Das sind keine hohen Preise, das sind schon haushohe Preise. Aber mich regt das nicht auf. Glauben Sie mir, man kommt immer irgendwie durch. Noch sind die Supermarktregale gut gefüllt, aber es gibt sie schon. Die russische Version der Coca-Cola. Cool Cola. Zeitenwende, Beginn einer neuen Realität, die viele betrifft. Wir merken die Sanktionen im medizinischen Bereich sehr stark. Uns gehen einige Materialien aus. Ich spüre das täglich im Job. Es fehlt an Instrumenten und Arbeitsmaterial. Wird das irgendwann besser oder schlechter? Die Zukunft liegt im Nebel. Sie ist düster. Natürlich hoffen wir alle das Beste, aber wird das auch eintreffen? Momentan können wir nur wenige Tage im Voraus planen. Eine Perspektive im Dunkeln, kaum Planbarkeit, viel Sprachlosigkeit. Putins militärische Spezialoperation hinterlässt tiefe Spuren, auch in der Heimat. Zum Krieg und zur Kriegsstrategie des Kreml finden Sie Analysen und Hintergründe auch online auf ZDF heute.
Und jetzt macht erstmal Heinz weiter, bleibt aber auch noch erstmal beim Thema. Ja, wegen der veränderten Sicherheitslage hatten Finnland und Schweden vor knapp einem Monat die Aufnahme in die NATO beantragt. Aber die Türkei blockiert den Prozess. NATO-Generalsekretär Stoltenberg äußerte heute Verständnis für die Sorgen der Türkei. Bei einem Besuch in Finnland sagte er, wenn ein Schlüsselverbündeter wie die Türkei Bedenken hinsichtlich von Terrorismus äußere, müsse man das natürlich ernst nehmen und darüber sprechen. Die Türkei wirft Finnland und Schweden eine Unterstützung von Terrororganisationen vor. Morgen wird Stoltenberg zu Gesprächen in Schweden sein. Bundespräsident Steinmeier hat eine Debatte über die Einführung einer sozialen Pflichtzeit in Deutschland angeregt. Es gehe um die Frage, ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen, sagte er der Bild am Sonntag. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen und Bildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP sprachen sich dagegen aus, mit einem Pflichtdienst in die freie Entscheidung von jungen Menschen einzugreifen. Nach der Messerattacke an der Hochschule in Hamm ist eines der Opfer gestorben. Die 30-jährige Frau, eine Lehrbeauftragte der Hochschule, erlag ihren Verletzungen. Bei dem Angriff am Freitag waren drei weitere Studierende verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 34-Jähriger, wurde gestern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Rund drei Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas hat sich eine überparteiliche Gruppe im US-Senat auf Vorschläge für einen besseren Schutz vor Schusswaffengewalt geeinigt. Dazu gehört unter anderem eine intensivere Überprüfung von potenziellen Waffenkäufern im Alter von unter 21 Jahren. US-Präsident Biden teilte mit, die Vorschläge enthielten nicht alle Maßnahmen, die er für nötig halte, gingen aber in die richtige Richtung. Ein entsprechendes Gesetz muss nun noch vom US-Kongress verabschiedet werden. In Genf hat vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation begonnen. Zu den größten Streitthemen bei den Gesprächen der 164 Mitgliedsländer gehört eine Patentaussetzung für Corona-Mittel. Beraten werden soll auch über Fischereisubventionen, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit. In Frankreich wird es spannend. Bei der Parlamentswahl heute liegen Regierung und Opposition aktuell gleich auf. Auf der einen Seite das Wählerbündnis von Emmanuel Macron. Auf der anderen Seite eine Allianz linksgerichteter Parteien, die sich um den Politiker Jean-Luc Mélenchon verbündet hat. Ihm ist es gelungen, die zersplitterte und zerstrittene Linke zu vereinen. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich endgültig aber erst am nächsten Sonntag zeigen in der zweiten Wahlrunde. Aber Thomas Walde in Paris, für Emmanuel Macron war das heute zumindest auf den ersten Blick kein wirklich guter Wahltag. Also es setzt sich ein bisschen fort, was wir schon vor einigen Wochen bei der Präsidentschaftswahl gesehen hatten. Da hat Macron am Ende gewonnen, aber mit geringerem Vorsprung als vor 5 Jahren. Das heißt, die Franzosen wollen, dass er regiert, aber der große Enthusiasmus für ihn, der ist doch ein bisschen verschwunden. Das setzt sich heute fort. Die französischen Sender haben die bisherigen Ergebnisse mal hochgerechnet auf die künftige Besetzung der Nationalversammlung. Demnach ist die absolute Mehrheit Macrons gefährdet. Er muss womöglich mit einer relativen Mehrheit dort regieren. Das könnte er, wenn er sich Partner sucht. Die kann er finden bei den konservativen Republikanern oder einigen sozialdemokratisch gesinnten Sozialisten. Aber er müsste dafür mehr Kompromisse eingehen als bisher. Worüber sich hier in Deutschland vielleicht manche ein bisschen wundern, bei der Präsidentschaftswahl im April war ja die Rechtspopulistin Marine Le Pen Macrons stärkste Konkurrentin. Aber die spielte jetzt keine große Rolle. Na, der Grund dafür liegt auch im französischen Wahlrecht. Laut Gesetzen kann in den jeweiligen 577 Wahlkreisen am Ende nur eine Kandidatin oder einer durchkommen. Und der wird nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. Das heißt, es werden diejenigen belohnt, die vor der Wahl Bündnisse schmieden, die Absprachen treffen. Und das hat Jean-Luc Mélenchons Linkspartei mit den anderen linken Parteien, den Sozialisten, den Kommunisten und den Grünen getan. Die haben die politische Landkarte unter sich quasi aufgeteilt, wer wo antritt und wo nicht. Und weil Mélenchon bei der Präsidentschaftswahl deutlich stärker abgeschnitten hatte als die Kandidaten dieser anderen linken Parteien, gibt er jetzt dort in diesem neuen linken Bündnis den Ton an. Die anderen Parteien haben sich ihm quasi unterworfen, weil sie Angst hatten, dass wenn sie da nicht mitmachen, sie quasi überhaupt keine Abgeordneten mehr am Ende in der Nationalversammlung stellen können.
Dankeschön, Thomas, für die Erklärungen und Einschätzungen. Und jetzt noch mal andere Meldungen von Heinz. In Berlin haben Zehntausende Menschen dafür demonstriert, die Bedingungen fürs Radfahren in der Hauptstadt zu verbessern. Auf zahlreichen Routen fuhren die Protestradler quer durch Berlin. Dafür waren viele Straßen gesperrt, sogar die Stadtautobahn. Mit der Sternfahrt sollten die Berliner Senat und die Bezirke aufgefordert werden, die Verkehrswende umzusetzen. Zu der Aktion aufgerufen hatte der Fahrradclub ADFC. In der Formel 1 hat Max Verstappen den großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Der Niederländer siegte in Baku vor seinem Red Bull-Teamkollegen Sergio Perez und George Russell im Mercedes und konnte mit seinem 5. Saisonsieg die WM-Führung ausbauen. Bester Deutscher Sebastian Vettel auf Platz 6. Der zweimalige DDR-Fußballer des Jahres und Kapitän der DDR-Auswahl Bernd Brandsch ist tot. Wie sein langjähriger Verein Hallescher FC mitteilte, starb der 77-Jährige gestern nach langer Krankheit. Brandsch trug 72 Mal das Trikot der DDR-Auswahl, unter anderem bei der WM 1974 als Kapitän der Mannschaft. In 11 Tagen beginnen die Finals. Deutsche Meisterschaften in 14 Sportarten. Heute gab es in Berlin schon mal eine Pressekonferenz dazu mit einer Reihe von Spitzensportlern. Insgesamt 190 Titel sind zu vergeben bei den Wettbewerben vom 23. bis 26. Juni. ARD und ZDF werden die Finals begleiten mit mehr als 25 Stunden Programm. Und jetzt noch, wie immer sonntags, der Ausblick auf die nächste Woche. Den hat heute Christian Rufus für uns. Wie viele Soldaten sollen an die NATO-Ostflanke und sollen sie dort bleiben? Am Mittwoch beraten sich dazu die NATO-Verteidigungsminister und zu der Frage, welche NATO-Staaten weitere Waffen an die Ukraine liefern können. Dazu trifft sich auch die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe von 40 Staaten auf Einladung der USA. Wer führt künftig die AfD? Beim Bundesparteitag in Riesa will der angezählte Parteichef Tino Chrupalla wieder antreten, vielleicht mit Co-Fraktionschefin Alice Weidel. Es liegen aber auch Anträge für eine Einzelspitze vor. Dafür müsste die AfD ihre Satzung ändern. Auch Norbert Kleinwächter, stellvertretender Fraktionschef, will kandidieren, wie der Europaabgeordnete Nikolaus Fest. Die Partei hofft auf eine Kehrtwende nach Verlusten bei den letzten 10 Wahlen in den Ländern und im Bund. Kunstschaffende aus aller Welt stellen ab Samstag wieder in Kassel aus. Die 15. Documenta beginnt. Diesmal kuratiert vom Kollektiv Ruang Rupa aus Indonesien, das für nachhaltige Ressourcen und kollektives Teilen wirbt. Die Documenta kämpft allerdings gerade auch mit Antisemitismusvorwürfen, weil unter anderem keine KünstlerInnen aus Israel eingeladen wurden. Und noch die Wetteraussichten zum Start in die neue Woche. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Auch am Alpenrand anfangs noch gewittrige Schauer. Sonst freundlich mit viel Sonne. Bei lebhaftem Nordwestwind 16 bis 25 Grad. Am Dienstag bei 18 bis 28 Grad. Im Norden kompakte Wolken, aber meist trocken. Im Süden sonnig. Danach zunehmend sommerlich mit viel Sonne und Temperaturen bis 32 Grad. Und passend zu den Temperaturen geht es hier im Programm gleich mit Mord im Mittsommer weiter. Und um 0.30 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und uns morgen wieder hier aus Mainz und aus Kiew. Auf Wiedersehen.